Hallo und herzlich willkommen zu Daydream Forgotten Sorrow. Wobei der Name jetzt gerade nicht so stimmt, weil alles ist trist und grau und unser Lieblingsteddy ist weg und irgendwie ist die Tussi auch weg. Oh, das ist der Blob. Okay, da sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt hingehen. Wir können auch nicht laufen und nichts. Das sieht alles nicht so gut aus. Ich befürchte, dass gleich irgendwas kaputt geht. Da ist eine Eisenbahn zum Spielen. Das letzte Mal haben wir mit Teddy mit der Eisenbahn gespielt. Teddy! Teddy, da bist du ja. Wie bist du da hingekommen? Hä? Wieso bin ich denn gestorben? Hä? Ja, das ist ja alles schön und gut. Okay. Aber warum bin ich jetzt eben gestorben? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich komme hier rein, Teddy winkt und puff, bin ich tot. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, aber Teddy ist wieder da. Das heißt, wir können laufen. Was ist das denn? Oh, was ist mit dir los? Hat sie Teddy an die Wand gemalt? Oh, sie hat uns alle an die Wand gemalt. Das ist schön. Das ist toll. Das hast du toll gemacht. Leider kann ich damit nichts anfangen. Keine Errungenschaft, gar nichts. Aber es sieht schön aus. Da, Teddy und sie. Und ich glaube, das eine soll ich sein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... mal schauen. Was können wir denn hier noch machen? Noch ein Bild an die Wand malen. Hier ist auch nochmal Farbe. Was ist das denn hier? Hui, das ist ein Mäntelchen. Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Dann laufen wir weiter. Aber was ist mit Teddy? Der ist doch komplett auf der anderen Seite. Okay. Ich kann es weder ziehen noch schieben. So, mit ihr zusammen aber. Oder? Ah, ja, ja. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch eine Kurbel. Die ich mal wieder nicht benutzen darf. Warum darf ich die nicht benutzen? Weil sie die benutzen muss wahrscheinlich. Ah ja. Dachte ich mir schon fast. Nein. Oh, dein Ernst jetzt? Selten, blöde Kuh. Du sollst mich runterlassen, damit ich da auch was machen kann. Ah, okay. Dann machen wir es so. Kann ich darüber? Ich muss das wahrscheinlich aus dem Weg raus machen, ne? Also sprich aktivieren. Hallo. es ist ja keiner da, der mir helfen könnte. Moment, die Dinger können wir doch, wenn er sie denn mal nehmen würde, bestimmt irgendwo hier anstecken, genau. So, das da. Wir machen einfach mal eine Kette draus. Sehr schön. Hallo? Ja, dann nehmen wir halt das Rechte, ist auch gut. Kein Thema. Nehmen wir hier auch das Rechte. Oh. Hm. Also ich habe links ein Kreuz. Sternkreuz. Da will er nicht mehr rein. Hier will er in beide nicht mehr rein. Hä? Ja, doch, jetzt will er links doch rein. Aber er macht es immer wieder raus. Also das ist komisch.
Ich stehe jetzt ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen zu sehr auf dem Schlauch, um zu verstehen. Weil ich muss ja hier hin. Ach so, Moment. Oder kann ich das Kabel auch auf Null. Hallo? Auch auf Null reinstecken hier? Naja, anscheinend nicht. Das geht immer nach links. Ist doch scheiße. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir hier auf nichts und dann hier auf die zwei Kreuze. Dann würde das ja theoretischerweise passen. Nur Problem ist halt, wenn ich das hier rausziehe, hat der vordere ja keinen Strom. Ach so, Moment. Ach, ich bin auch so doof. Ich habe nicht gesehen, dass da auch ein Stern drin ist. So, das sieht gut aus. Nur nicht für die Maschine. Dafür sieht es nicht so gut aus. Nö, das möchte er nicht. Ich hätte jetzt aber gesagt, man muss immer das Gleiche nehmen. Können natürlich auch ausprobieren, immer was anderes zu nehmen. Da müsste das klappen mit dem Rechten. Ah, okay. Ich dachte, man muss jetzt irgendwie so ein Puzzle lösen, dass das immer gleich ist, aber genau das Gegenteil war der Fall. Okay. Ich denke mal, dass das Ding hier links dann läuft. Genau. Oh. Oh. So. Oh, Alter. Ernsthaft? Oh. Damit komme ich ein Stückchen nach oben. Oder komme ich wieder ganz nach oben? Wieso fällt der runter? Hä? Ach komm, was war denn das? Ich stand da ganz normal drauf, habe mich nicht bewegt. Wieso geht der dann kaputt? Oder hat er mich jetzt erquetscht oder was? Muss ich da vorher rüberspringen? Kann natürlich auch sein. Nö. Wieso bin ich denn da eben kaputt gegangen? Verstehe ich jetzt echt nicht. Frage ist jetzt, müssen wir jetzt wieder in die Richtung weiter oder müssen wir jetzt nach links zu Teddy rüber? Weil da müssen wir ja eigentlich nach oben. Schön, ich sehe hier nichts. Wo ist denn hier die Tussi hier? Hallo? Ist jemand zu Hause? Leute? Ich verstehe gerade den Sinn und Zweck hier nicht. Nee, da bin ich jetzt wieder ganz am Anfang. Aber das Ding dreht sich. Ich weiß nicht, ob mich das Teil mitnehmen kann. Doch, kann es. Ah, okay. Aber bis. Ah, auf der Seite? Okay. Hi. Wie bist du denn jetzt hier hochgekommen? Ich mach und tu? Du bist einfach hier. Ich glaube, takt. Geht es noch? So, geh mal auf die andere Seite. So, wieso macht er das nicht? Hallo? Junge, du musst schon was machen. Na? Das ist die Brücke. Da geht wirklich die Tür auf. Okay. So, Frage ist, wo ist Teddy? Den finden wir nämlich immer noch nicht. Der war doch eigentlich über uns.
okay, wir klauen ja einfach mal eben schnell das Ding. Haha, jetzt hast du keinen Strom mehr. Dein Pech. Warum heult die jetzt da rum? Wegen Teddy wahrscheinlich, ne? Die mochte Teddy ja auch so sehr. Okay, vielleicht haben wir Glück und Teddy kommt jetzt hier raus. Jetzt lass mich das machen. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Wo ist sie hin? Die ist doch da rumgelaufen, oder? Gib mir das Teil zurück. Ist die woanders hingelaufen? Hallo? Leute? Hier fliegt gleich alles in die Luft. Wo ist die hin? Ja. Okay. Kein Thema. Kann ich hier irgendwas mitnehmen, was ich brauchen kann? Ich kann einen Schuh mitnehmen. Ja, der wird mir sicher riesige Dienste verschaffen. Hier oben geht das rüber, aber ich kann sonst nichts machen. Wo ist sie denn hingelaufen? Oder ist sie hier durch die Tür und die ist jetzt abgesperrt? Oder wie? Hä? Wenn ich da rangehe, gehe ich kaputt, oder? Ja, ja, das war mir klar. Aber ich bin mir sicher, dass sie hier links rumgelaufen ist. Ich meine, ich hatte die Tür im Hintergrund gesehen. Das Problem ist nur, was soll man jetzt hier machen? Da oben ist ein Knopf. Ich kann natürlich jetzt hier nichts machen. Ach so, warte mal. Da liegt ein Schuh davor. Nicht, dass der gar nicht so aus Fake hier drin ist, sondern dass man den tatsächlich braucht. Bleib mal stehen hier. Na, wie geil. Okay. Ich denke mal, da muss ich mich an den Dingern hier festhalten, oder? Oder ich kann durchlaufen. Okay. Oh nein, 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 nein. Die Alte will uns echt killen. Du Scheiße. Muss ich erstmal gucken. Moment, so lege ich mich hin. Moment, da ist was? Was ist das? Ah, okay. Okay, okay, und dann? Kann man da runter? Okay, ich verstehe. Oh, Kamikaze. Oh, scheiße. Eieiei, willst du mich denn? Okay. Wow, wow, wow. Okay, das geht jetzt nach rechts. Ja. Alter. Scheiße. Oh. Also ich muss warten, bis der ganz hochgezogen ist. Oh Gott. Aber das lief so gut. Das lief gerade so gut. Oh Mann, ey.
Wie war das? Da immer runter. Okay, ich muss jetzt wohl leider mal leise sein. Okay. Wir können uns natürlich auch da einfach erquetschen lassen. Kein Thema. Oh Gott. Okay. So, wenn ich nichts sage, es tut mir leid, aber ich muss mich gerade echt mal konzentrieren. Okay. Oh, lauf, lauf. Oh. Ja, komm, mach den Hebel. Mach diesen Scheißhebel. Und darf ich den nicht machen? Oder muss ich einfach nur nach rechts? Oh Gott. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich gehe mal einfach hier hoch. Oh, speicher doch bitte mal. Okay, sie ist auf jeden Fall da. Also ich bin nicht ganz falsch gelaufen. Das ist schon mal gut. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich jetzt hier? Das kann ich ziehen. Man muss nicht weglaufen, sondern das macht er automatisch. Okay. Gut, da kann ich mich dranhängen. Dann kommt da Dampf raus. Damit mache ich das runter. Ach so, Moment. Das muss wahrscheinlich heiß gemacht werden oder so. Nicht? Hm. Oder muss ich das da reinmachen? Moment, Moment, Moment. Tun wir das erstmal. Nein. Oh. Warum kann er nicht einfach mal den Hebel umlegen und dann zur Seite gehen? So, ich gucke hier vorne auch nochmal kurz. Was ist denn hier? Ein Rad. Muss ich das da reintun? Oder muss ich das hier reintun? Ich habe das gerade hier rausgeholt, oder? Also da muss ich es anscheinend nicht reintun. Ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht muss ich das Rad da oben reintun. Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Auf jeden Fall macht es nicht da rein. Ah, Moment. Obwohl, damit kann ich nicht hoch, oder? Ja, ist ja gut. Ich wollte das nicht werfen. Mann. Hm. Ich weiß aber nicht, ob man das Rad da jetzt wirklich... Achso, das war die falsche Taste. Okay, also jetzt stand ich hinter dem Ding. Stelle ich mich jetzt mal so ein bisschen da drauf. Nein, du sollst auch stehen bleiben, wenn ich das mache. Natürlich wirft er komplett daneben, was auch sonst. Nein, Nein, ich wollte mich... Ach komm, willst du mich jetzt hier... Aber jetzt auf einmal kann er da hochklettern, ne? Ach, du sollst das doch nur da reinmachen, komm. Ja? Probier's mal einfach, keine Ahnung. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt wieder hier? Nee. Das Ding kann ich auch nicht irgendwie verschieben oder so, ne? Nee, dann klettert der immer da hoch.
Kommt auch hier nicht runter, oder? Ach, dann geht das. Okay. Aber... Dann geht das nach unten. Aber das kann ich doch nicht so nehmen. La 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 la. Ich mache mir mal meine Füße ein bisschen wärmer. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mensch. Wenn ich das jetzt wieder nach hier schiebe. Dann den Hebel wieder umlege. Och, geh doch nicht an den Hebel, wenn ich das Ding schieben will. Ja, das bringt aber nichts. Was soll das jetzt bringen? Ich bin ganz ehrlich, ich bin da jetzt etwas überfragt. Ich weiß auch nicht, was jetzt hiermit ist. Okay. Ich kann es aber nicht hier reinmachen. Also irgendwas muss ich da anscheinend noch mitmachen. Ich weiß aber nicht was. Oder muss ich das jetzt da reinlegen? Nee. Passiert da jetzt irgendwas mit? Sieht nicht so aus, oder? Hallo. Jetzt ist das da drin. Das bringt mir natürlich viel. Moment, jetzt kommt es plötzlich mit nach hier. Ah. Warum das? Warum das? Moment. Warum macht er das denn? Das ist so nervig, dass der das immer wieder direkt wegmacht. Ich verstehe nur nicht. Bringt das irgendwas? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nach links soll oder ob es jetzt nach rechts soll oder... Nein. Oh, Alter, kannst du das einfach mal auf der Seite lassen? Es bringt halt nichts, wenn es nicht hier unten drin ist. Kommt man hier sonst irgendwie noch weiter? Kann ich hier runterspringen vielleicht? Oder hochspringen? Das auch nicht. Nach links komme ich... Ah doch, nach links komme ich wieder zurück. Aber hier ist ja sonst auch nichts mehr, ne? Ich meine, hier die Rohre können wir wahrscheinlich... Ups. Ja, das war so nicht gewollt. Ist jetzt hier wieder alles zurückgesetzt? Nee, ne? Oh. Obwohl, das Ding ist doch jetzt drin. Reicht das nicht? Kann ich hier nicht einfach drücken? Nee, dann fällt das wieder raus.
Was ist denn, wenn ich das jetzt vorher aufmache? Kommen da jetzt zwei raus? Oder ist das... Wieso kommt da jetzt ein Teekessel raus? Wollt ihr mich jetzt vergackeiern oder was? Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wieso Teekessel? Ja, natürlich klappt das jetzt nicht. Ah, jetzt ist es nach oben auf jeden Fall. Muss ich den Teekessel jetzt auch da reinschmeißen? Dass man das dadurch irgendwie vergrößert oder was? Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das vergrößert, indem das platt gedrückt wird. Damit das halt besser hält und nicht so runter fliegt. Aber verstehen tue ich das Ganze jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Jetzt lauf doch nicht einfach nach oben. Ja, natürlich kriegen wir den jetzt erstmal wieder nicht da rein. Beziehungsweise darauf. Müssen wir irgendwie von... vom anderen Winkel anscheinend hoch machen. Nimm den. Okay. Oder auch nicht. Ach. Junge, spring doch mal da runter, Mann. Nimm das doch mal auf. Vielleicht ist das auch nur Fake. Vielleicht brauche ich den auch gar nicht. Keine Ahnung. Ja, und es kommt... Aber da das jetzt eben nicht so funktioniert hat, wie ich mir das jetzt gedacht hatte... Kann es natürlich sein, dass wir den tatsächlich doch brauchen. Komme ich von der Seite gar nicht ran, oder was? Leute. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr so viel Zeit. Nein, nimm das doch einfach auf. Junge, was ist so schwer daran? Aufnehmen. So. Nur er macht es halt nicht oben rein. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt erstmal so. Ich mache das jetzt nochmal so. Oder muss ich das vielleicht im Nachhinein da reinwerfen, wenn das unten ist? Das kann natürlich auch sein. Also ich denke mal, das wird jetzt geschmolzen, oder? Würde ich jetzt mal... Och, jetzt läuft der hier wieder hoch. Wo ist denn jetzt hier die Teekanne? Hallo? Ich hatte die doch gerade... Ja, ja, jetzt ist es geschmolzen, genau. Ah, jetzt nimmt das an. Jetzt, wo es unten ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig ist oder nicht nötig ist. Keine Ahnung. Ich warte jetzt mal ab, bis das jetzt auch geschmolzen ist. Und da müssen wir doch irgendwas garantiert damit machen, dass wir den nach rechts rüberziehen, oder? Dass wir den... Ach, Junge, bleib doch mal unten. Weil hier ist so... Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man hier hinfahren kann. Wie lange braucht das bitte zum Schmelzen? Oder muss ich den nochmal nach oben und nochmal nach unten machen, damit er dann richtig schmilzt vielleicht? Ich weiß es nicht. Wäre aber unlogisch, ne? So. Dass das vielleicht jetzt nochmal angeht oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah! Anscheinend ja. Okay, dann habe ich aber keine Ahnung, wie wir jetzt den Rest machen. Wir ziehen das jetzt rüber. Das geht nicht. Wir ziehen das hier hin. Dann können wir das da einmal runter machen. Ah, Moment. Dann kriegen wir das doch nach rechts, oder? Nach rechts. Die Frage, ob uns das jetzt irgendwas bringt, keine Ahnung, wenn wir das jetzt hier unten anstellen. Also es ist auf jeden Fall am Blubbern. Ich denke mal, dass wir das eher nach oben bringen müssen. Damit das abkühlt. Aber wie kriege ich das dann dahin? Das ist das Problem. Oder können wir das eventuell so machen?
ist eine Form von einem Zahnrad drin, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ah, jetzt geht das auch da drauf. Ah, das ist echt eine Wissenschaft für sich hier. Oh, nee. Ist das dein Ernst? Okay, Moment. Mann, jetzt nimm diesen Hebel einfach. Okay. Schieb da... Was ist jetzt los? Hallo, nein! Nein! Du solltest das abkühlen, du Vollidiot! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte das nach hier machen und dann abkühlen. Aber das bringt jetzt nichts mehr, oder? Der hat das jetzt alles da rausgegossen, oder? Wieso hänge ich hier eigentlich so komisch? Oh, der hat mir das kaputt gemacht. 100 pro. 100 pro. Habe ich jetzt hier... Moment. Kommt da jetzt bestimmt wieder ein neues Zahnrad raus. Nee, das ist kein Zahnrad. Hm? Probieren wir es vielleicht doch mal eben. Kannst du das Ding einfach mal in die Richtung machen und dann weggehen? Genau. Nein, ach, nicht springen. So, aber wie kriegen wir das jetzt da raus? Wenn es überhaupt da drin ist. Das weiß ich gerade nicht. Hm. Ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Nee, da kommt nichts mehr raus. Oh, das ist doch doof. Und ich habe jetzt keine Zeit mehr, weil in knapp einer Minute klingelt jetzt bei mir der Wecker, dass ich zur Schule los muss. Ah, das ist doch doof. Ich würde sagen, ich mache hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut. Ich weiß nicht, warum er das jetzt hier kaputt gemacht hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich das Ganze nochmal resetten. Ich mache auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann mache ich nachher weiter, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das jetzt so noch machen können oder ob wir das tatsächlich nur mal zurücksetzen müssen. Ich würde sagen, da der das hier rausgeworfen hat und ich ja jetzt das Rad nicht mehr habe, dass wir einfach nochmal neu vom Checkpoint starten. So, dann sind wir ja hier, aber wir haben dieses Rädchen noch nicht verballert sozusagen. So, jetzt habe ich auch nichts mehr, woran ich denken muss. Nichts mehr, was mich jetzt hier zeitlich behindert, außer dass die Folge eigentlich ja schon zu Ende wäre. Und dass ich jetzt total vergessen habe, was ich eigentlich vorhin alles gemacht habe. Aber ich glaube, das kriegen wir nochmal hin. So, das schmeißen wir oben drauf. So, nein, oh komm. Dieser blöde Stick, der geht mir so auf den Senkel, dass der immer wieder von selber da rumlaufen muss. Wie gesagt, ich habe einen neuen... nein, oh, ich habe es noch hinbekommen. Ich habe einen neuen... Controller. Aber ich habe halt wirklich das Problem, dass das Kabel nicht... Also das Kabel, was ich geholt habe, nicht den richtigen Anschluss hat. Das geht ruckzuck, was jetzt da hinten drin ist. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt das zweite auch reinwerfen musste, weil er hatte es ja beim letzten Mal angenommen. Wenn er jetzt wieder der Kessel rauskommt... Ne, jetzt kommt ein neues Zahnrad raus. Okay. Wieso kommt jetzt ein Zahnrad raus? Aber gut, das ist auf jeden Fall schon mal da drin. Also wahrscheinlich wird es dann auch funktionieren mit einem... Ich bin mir nicht sicher... wie haben wir das jetzt gemacht? Moment, wenn ich da gezogen habe, dann ging das hoch. Hallo? So. Das heißt, das ziehen wir jetzt rüber. Das tun wir dann wieder runter. Nee, das ist natürlich Blödsinn, weil... jetzt bin ich gerade überlegen, wie wir das jetzt am besten machen.
Weil wenn das oben ist, kommt das natürlich mit. Das heißt, das setzen wir runter. Dann tun wir das nach hinten. So hat man das, glaube ich, gemacht. Da habe ich übrigens auch schon überlegt. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Wir haben ja hier vorne gestanden und hier ist ja ein Gitter. Ich habe jetzt überlegt, ob das vielleicht daran gelegen hat, dass wir auf dem Gitter gestanden haben. Dass der das direkt ausgeschüttet hat. Bei meinem Glück ist wahrscheinlich genau das das Problem gewesen. Nein. Oh. Lass es doch einmal so, wie ich es hier mache. So. Das heißt, wir müssen. Das hier hin. Aber nicht direkt nach ganz unten. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht direkt darüber. So, dann machen wir das hier. Ich probiere das jetzt mal hier in der Ecke aus. Ich hoffe, das geht jetzt auch da rein. Ah ja, okay, sehr schön. Also, das hat schon mal funktioniert. Hallo? So, dann ziehen wir das hier rüber. Das wird ja geblockt, ne? Genau. Weiß ich natürlich nicht, wie lange wir jetzt hier das Ding halten müssen. Das sieht gut aus, als ob der fertig ist, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber eigentlich denke ich mal. Jetzt komme ich nicht mehr runter. Eigentlich denke ich mal, sollte das ausreichen. Okay, das geht jetzt, wenn ich weiter in die Richtung gehe, automatisch. Jetzt ist die Frage, muss ich das hier machen? Ja, aber ich verbrenne jetzt die Finger, oder? Oh nein, er schafft das. Er schafft es, mit bloßen Fingern dieses mega heiße Ding anzupacken. Oh, bin ich froh, dass ich das resettet habe. Bin ich froh. Aber es funktioniert nicht, oder? Ah, doch. Ah, okay, okay. Ich muss das gedrückt halten. Dann funktioniert das. Die Frage ist jetzt nur. Doch, nach ganz oben. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann weiter? muss ich da runter? Oder sterbe ich dann? Nö, ich kann da so runterlaufen. Ja, cool. Die Frage ist nur, müssen wir hier überhaupt runter? Ich bin mir nicht so sicher. Autsch. Okay, auf jeden Fall hat er hier gespeichert. Das ist schon mal gut. Komme ich da ran? Eigentlich nicht, aber es funktioniert. Ja, dann. Na gut, ich habe ja nichts, um das hier. Ich denke mal, ich muss das hier kaputt machen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Komme ich hier noch weiter? Ja. Aber komme ich hier irgendwie hoch? Das ist die Frage. Oh, pff, falsche Taste. Das ist ein neues Rätsel, aber irgendwie natürlich auch das alte. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange das hier noch dauert, würde ich jetzt sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut, weil das ist nämlich schon wahnsinnig lange jetzt mit der Folge. Ich komme jetzt auch nicht so auf Anhieb. Ja gut, ich kann jetzt hier natürlich nichts machen. Oder könnte ich. Moment. Eine Sache könnte ich nur ausprobieren. Oh, nee, der ist zu schnell weg. Hohohoho. Nee, nee. Das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ja, dann würde ich wirklich erstmal sagen, das ist zwar jetzt doof, aber würde ich wirklich erstmal sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, damit das Video nicht zu lange Überlänge bekommt. Das ist so ungefähr bei einer halben Stunde liegt. Ich glaube, wir liegen jetzt schon etwas drüber. Und dann schauen wir uns dieses Rätsel in der nächsten Folge an. Vielleicht müssen wir auch nochmal nach oben zurück oder so. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.